So, willkommen auch zurück. Ich lasse mittlerweile auch die ganzen Ankündigungen von den Videos weg, beziehungsweise welche Nummer das ist, denn da will ich sozusagen fortlaufend hier weitermachen. Ja, in der letzten Folge haben wir noch im Anschluss noch ein bisschen hinten an der Schleuderei ein bisschen gearbeitet. Und wir haben noch einen Schmetterling gefangen, den haben wir auch hier im schönen Inventar. Da müssen wir auch noch eine Analyse mitmachen. Und irgendwo da hinten runter sozusagen ein kleines Glaspalast oder einen Glasraum bauen, wo die ganzen Schmetterlinge rein können. Aber vorerst müssen die alle hier drin gelagert werden. Klingt böse, ist aber so, dass sie da rein müssen. Ein paar Holz hat, ein bisschen Holz hatte ich ja schon. Und den Rest schmeiß ich einfach hier rein. Dann habe ich ja gesagt, ein bisschen farmen müssen wir. Das müssen wir auch auf jeden Fall, damit wir Material bekommen haben für was ganz anderes. Das werden wir jetzt auch in die Wege umleiten. Ich schmeiß hier schon mal, ja, das hier rein. So, das Farmen wird sich jetzt auf Sand. Ich glaube, auf Sand habe ich genug, aber auf Lehm und Gravel beziehen. Das heißt, wir werden unten in die Mine ein bisschen reingehen und etwas versuchen. Was haben wir denn an Sand? 100. Also mein Gedanke ist gerade, dass ich da hinten die Kisten gelassen habe und die sind noch nicht aussortiert. Ist ja kleinerer oder war noch Uran drinne? Da waren. Oh, nee. So. Es kann natürlich sein, dass jetzt da hinten noch was ist. Ach, ich bin doch ein Blödmann. Quirl brauche ich auch nicht. Sand auch nicht. Ist ja hier drin. Da. Wie man sehen kann. Ist ja noch genug da. Wo mache ich mir denn da so einen Stress? Aber da schauen wir dennoch vorbei, ob da jetzt noch Kisten stehen oder nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt in der letzten Zeit, also. Damit liege ich sehr weit hinten. Nee, aber keine Kisten mehr da. Nee, 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 nee. Keine Kisten mehr. Ist ein Riesenloch, was hier ist. Das ist aber auch nicht so tragisch, dass das hier ist. So. Dann holen wir uns ein bisschen Sand noch. Wir brauchen auf jeden Fall viel, wenn wir Glas noch machen wollen und so was. Brauchen wir das alles. Und wir können jetzt sozusagen eine gerade Fläche reinziehen noch. Für was ich die brauche, noch keine Ahnung. Letzter Tod, was war denn da unten? Da muss ich gerade meinen Kopf anstrengen. Bin ich da irgendwo runtergefallen? Möglicherweise. Das weiß ich gar nicht ganz genau. So, es geht relativ schnell. Da muss ich keine Angst haben, dass das hier nicht schnell genug geht. Ich glaube, ich habe Effizienz 5 drauf. Ja. Also das geht auf jeden Fall rigoros. Hier los. So, hier noch ein bisschen. Wie haben wir denn? Ja, da kann noch was. Da kann noch was. Da will ich ja nicht abhalten, dass das hier nicht funktioniert. So. Wieder oberhalb. Und dann schön unten lang ziehen. Ach, das ist doch ein schönes Leben hier, so schnell Sand abzukloppen. Soll natürlich auch passen, wenn wir halt so ein bisschen am Bauen sind. Das ist natürlich auch schnell genug hier. Ach, okay. Aber man sieht, es ist ja noch Weihnachten. Also ich möchte erfahren, vielleicht hoffentlich habt ihr jetzt die Geschenke mittlerweile bekommen. Es ist ja, sozusagen, wenn die Folge rauskommt, ist ja 18 Uhr. Ist ja immer die zweite Folge. Und da sollten, glaube ich, alle Leute mittlerweile Geschenke haben, beziehungsweise schon am Weihnachtstisch sitzen und ja, gemütlich das Weihnachtsessen genießen. Was ich natürlich auch werde, aber ich muss natürlich ein bisschen vorproduzieren, wie die letzten Tage. Viele kann ich nicht vorproduzieren, denn Silvester steht auch noch vor der Tür. Und da müssen wir natürlich auch was noch machen. So, ich glaube, das reicht an Sand erstmal. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Lehm, den ich jetzt irgendwo im Sumpf finden werde. Aber wo habe ich denn hier einen Sumpf? Da schaue ich gerade mal auf die Karte. Ich glaube, hier einen Sumpf zu finden ist natürlich extrem schwer. Moment, Minimap. Ich weiß gar nicht, ging das denn irgendwie groß? V, ne, V ist die Dinger. Z, N, M. Ne. Ne, Karte groß, Karte klein, Koordinierung, Steuerung, genau. Vollbild umschreiben. Was ist denn die Weiten? Weiß ich gar nicht. Dach, da. Ist gefunden. Also.
Da schauen wir jetzt gerade mal. Möglicherweise finden wir da auch was. Vielleicht ist da was, was wir gebrauchen können. Aber nur vielleicht. Da hinten ist eine, genau, die Ölquelle müssen wir auch noch alles abpumpen. Ach, wir haben genug Zeit. Also wir haben noch genug zu tun. Öl müssen wir noch anders produzieren. Beziehungsweise umproduzieren. Da müssen wir Benzin rausmachen mit einer Ölraffinerie. Eine kleine aber nur. Das eine große Quelle? Das ist eine große Quelle. Zwei. Ich wollte gerade sagen, meine Tastatur spinnt. Das hatte ich schon mal öfters. Das ist halt wieder so ein Laufbug. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt doch in der Zeit doch bekommen habe. Das ist natürlich ein bisschen nervig und schade für mich. Da. Ja, da ist das Unterwasserabbauen auch kein Problem. Wie man sieht. Da ist Lehm. Da ist auch ein Dschungel. So. Und Lehm brauchen wir massig von. Das weiß ich aus dem Grund, denn bei Tinker Tailors Contracten die Öfen herzustellen, ist es natürlich schwierig, das Material da zusammen zu sammeln sozusagen. Ich schaue nämlich. So jetzt langsam im Dschungel reinzugehen, ist natürlich dann auch. Da hinten wieder Ressourcen fressen, weil die ganzen Chunkler oder die überall hier sind, das ist. Deutsch gesagt, nervig. Ich muss ja auch, glaube ich, gar nicht gerade da hinten was laden. Oder doch die Bienen. Die Bienen laden ja. Oh. Oh, da muss ich ja hier noch mehr aufpassen, wenn ich oberhalb kloppen bin. Geht das ja noch schneller. Meine Güte. Ein bisschen Erde, ein bisschen Stein, ist auch nicht so alles so schlimm. Naja, ich glaube. Das ist alles Stein. Wie viel Leben haben wir denn? Was hat der denn? Ach, die Weide ist bei mir auch sortiert. Ach, du ahnst es nicht. P. Nehmen wir einfach P zum Sortieren hier. Ja, und ich wundere mich, warum ist das denn da einfach so komisch hier? Schwert mit Plünderung, kann dahin, das kann dahin, das kann dahin. Aber da brauchen wir aber noch was, das sehe ich doch. Da haben wir doch noch genug Platz, so. Weil das wird jetzt erstmal hier sein, dass wir ein bisschen Lehm brauchen. Klopf, 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 klopf. Hier, komm. Ich weiß ja gar nicht, ob wir irgendwie Lehm. Ah. Ziemlich so einen Stein mit. Bleib da. So, mal eben hier nur die Dinger tauschen. Jetzt wieder aufgefüllt wird. Jetpack umpacken. So. Klopf, 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 klopf. Weil, wie gesagt, für die Smeltery, was an, dafür angelacht ist, ist Lehm massigweise brauchbar. Und ich habe wieder keinen Platz. Kein Platz. Ich brauche gerade den. Obwohl, den kann ich mal gern gebrauchen. Warum habe ich Kies hier drinne? Kann mir das mal einer erklären? Komm, hier tun wir ein bisschen Lehm rein. Das war klar. Komme ich genau aus dem falschen Ding raus. Genau das falsche Portal gesetzt. Ist aber auch egal. Sind wir auf jeden Fall näher dran, als wieder zurück zu laufen. Ich bin nämlich gerade am Schauen. Ja, das wird auf jeden Fall noch was Schönes hier werden. Weil mein Kopf rattet immer so, was kannst du noch machen, was kannst du noch machen? Wie kannst du es das vorstellen, dass es noch so und so läuft? Hast du denn noch genug Material noch? Hast du dies, hast du hier, hast du jenes? Und wenn ich das sage, dann ist das immer extrem nervig. Da ist auch noch Gravel, da ist noch Sand. Hier ist Unrat von der letzten Woche. Hier ist nur noch Müll drin. Das Ding läuft ja auch weiter, genau. Und jetzt, um Mörtel herzustellen, Kies. Ich habe doch gerade, wo habe ich denn das ganze Kies gelassen? Achso, da oben. Genau. Habe ich denn irgendwo einen Platz frei? Was ist denn hier nebenan?
Nee, dann machen wir uns hier einen Platz hin. 2, 2, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal 5 Stück hier gleich. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja, 4 Stück ist auch egal. So, und das jetzt einmal hier so anzusortieren, ist das jetzt ganz einfach. So, so, so. Das ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge, und wir können hier Mörtel holen. Dankeschön. Und den müssen wir jetzt nur noch verbrennen. Den verbrennen und dann haben wir sozusagen diese Smeltery-Steine. Oh, gehen wir da rein, danke. Und dann müssen wir damit anfangen. Oh, da oben ist ein Schmetterling. Habe ich noch einen Kescher? Kescher, Kescher, Kescher. Wo ist er? Irgendwo vor mir, irgendwo da. Da ist er. Seinartiger Schmetterling. Und wer ist das? Purple Impero. Nice. Wie gesagt, damit können wir, da kann man auch mit Bäume bestäuben. Das heißt, wenn ich diesen Glaspalast dann baue oder diese Glaskuppel dafür, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Das ist nachher richtig geil. Das sieht nachher richtig geil aus. Das kann hier rüber. Ja, hier habe ich ein bisschen, na, Kacke, genau, die waren ja falsch drinne. Und jetzt brauche ich Kohle, Holzkohle. Wie viel brauchen wir denn? 4, 4 und 4. Das heißt, dann müssen wir 32. Das reicht doch. Das reicht doch. Möp. Ist wieder der Zug unten, wo da keiner ist. Machen wir das nur so. Rein raus, rein raus, rein raus, rein raus. Ja, da. Oh. Da haben wir jetzt gleich genug von, sehe ich gerade. Da war ich schon drin. Da kommt noch. Mö, mö. Boah, sind die Kühe am Nerven, muss ich euch sagen. Das ist, ich glaube, der, das ist unglaublich. Habe ich schon? Da noch nicht. Da noch nicht und da noch nicht. So, jetzt haben wir noch 4. Und wie viele Öfen habe ich hier? 2, 4, 6, 8, 12. Das heißt, wir können das nochmal ein bisschen aufteilen hier. Wo wären wir denn, wenn wir nicht hier wären? Viere. Viere. Na komm. Was schmeißen wir hier an den? Den vielen hier auf jeden Fall noch was rein. Was soll's? Wo hast du denn jetzt mehr? So sollte es sein. Wer hätte jetzt keinen bekommen? Du. Warum sagst du nix? So, und jetzt haben wir überall 32, das heißt in jedem 4, wo das reinpasst, und in den anderen kommt noch was extra rein. Das heißt in 4 Stück, stimmt, kann ich in 8 Stück kommen, 6 Kohle rein, oh. 6 da, 6 da, 6 da. Zack, 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 zack. Wolltest du denn hin? Maus. Maus, 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 Maus. So. Mach mal fertig. Und der Rest hier, Kohle rein. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. So. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall einen Moment warten. Den Rest schmeiße ich rein. Und in der Zeit, wenn das alles gemacht ist, werde ich schon mal ein bisschen die Bahnstrecke noch ändern. Das heißt, das muss dann wieder gut aussehen mit der Bahn da hinten. Die Bienen werden dann anders geleitet und dann haben wir natürlich auf jeden Fall eine schnieke Bahn. So, dann würde ich sagen, ich werde alles ein bisschen vorbereiten, lasse die Öfen ein bisschen durchbrennen und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und Alpeot. Tschüssen!